Die Rhein-Ruhr-Halle auf der einen, das alte Stadtbad Hamborn auf der anderen Seite. Hier an der Walter-Rathenau-Straße stehen gleich zwei Ruinen nebeneinander. Für beide wurde in den letzten Jahren viel über eine neue Nutzung diskutiert. Während die Pläne für die ehemalige Wetten-dass-Halle noch ruhen, geht es auf der anderen Straßenseite schon zielstrebiger voran. 1998 wurde die Schwimmhalle geschlossen. 2005 wurde das Gebäude zum Baudenkmal erklärt. Heute wird das Gebäude saniert. Wasser- und Badegäste wird das einzige Schwimmbad nicht mehr zu Gesicht bekommen. Stattdessen freut sich das Jobcenter Duisburg über ihre neue Niederlassung für den Norden der Stadt. Ich freue mich sehr darüber, dass wir hier in dieses alte Hallenbad, in dieses Stadtbad einziehen können. Wir haben sehr, sehr lange nach einem guten Standort hier gesucht, der uns die Möglichkeiten bietet, die wir brauchen. Also vor allem Flexibilität, was den Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden betrifft. Und wir gehören als Jobcenter natürlich auch hier in den Duisburger Norden, weil hier circa ein Drittel der Familien, die wir betreuen, tatsächlich lebt. Da 2005 ausschließlich die Halle, nicht aber die Schwimmbadeinbauten unter Denkmalschutz gestellt wurden, können sich die Architekten an dem knapp 70 Jahre alten Gebäude austoben. Ja, wir haben ein denkmalgeschütztes Gebäude. Diese Anmutung wird auch so bleiben. Sprich die Fassade oder für den alten Hamborner, der den Badbereich noch kennt, wie wir heute gelernt haben, haben wir viele Leute schwimmen gelernt oder ihre Wettkämpfe gemacht, werden wir natürlich kein Schwimmbad mehr wieder aktivieren können. Aber die Anmutung der Fassade und der Beckenbereiche bleiben. Und im kommenden Frühjahr sollen Mitarbeiter des Jobcenters Duisburg dort arbeiten, wo vor 20 Jahren noch geschwommen wurde.